Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 32b. Wir wollen uns den Beweis hier zum Satz über implizite Funktionen ansehen. Ja, wir möchten also den Satz über implizite Funktionen jetzt beweisen. Ich habe Ihnen die Situation dieses Satzes nochmal aufgemalt. Wir haben es mit einer Funktion zu tun, die auf einer Menge U, Teilmenge des Rn Kreuz M, definiert ist und in Rm abbildet und sie soll stetig differenzierbar sein. Diese Menge U ist hier mal visualisiert. In dieser Darstellung steht die x-Achse für den Rn, also der Raum, in dem die x-Variable lebt, und die vertikale Achse steht für den Rm, also den Raum, in dem die y-Variable lebt. Wir interessieren uns für die Gleichung fxy gleich 0 und in der Darstellung ist die Lösungsmenge für diese Gleichung durch diese blauen Linien hier dargestellt. Ja, und wir möchten diese Lösungsmenge lokal an dem Punkt x Stern y Stern ansehen. Und dieser Punkt ist hier rot eingezeichnet. Ja, die Aussage dieses Satzes ist nun folgende. Wir können um diesen Punkt x Stern, y Stern so eine offene Umgebung finden, sodass die Lösungsmenge lokal um x Stern, y Stern, das heißt die Lösungsmenge geschnitten mit dieser offenen Umgebung, die hier pink dargestellt ist, sich schreiben lässt, darstellen lässt als Graph einer Funktion über der x-Achse. So, diese offene Umgebung, das steht hier auch in dem Satz drin, hat eine besondere Gestalt. Es ist nämlich so ein kartesisches Produkt einer offenen Menge in diesem X-Raum. Und in diesem Bild wäre das eben hier diese Menge, also U'. Und einer offenen Menge U2' im Y-Raum. Und in diesem Bild wäre das eben diese Menge. Also hier U2'. Und die Funktion, die man deren Graph dann die Lösungsmenge ergeben soll, ist eben eine, die auf U' definiert ist und in U2' abbildet. Und diese Funktion ist hier mit klein phi bezeichnet. Okay, so eine Funktion müssen wir also konstruieren. So, der Beweis funktioniert nun wie folgt. Wir führen zunächst mal eine Abbildung ein, eine Hilfsabbildung, die hier mit groß phi bezeichnet ist. Das ist eine Abbildung, die auf ganz U definiert ist und in Rn Kreuz Rm abbildet. Das heißt, U und der Bildraum hier leben in demselben Vektorraum. Und die Funktionsvorschrift, Abbildungsvorschrift ist hier. In der ersten Komponente steht nur x und in der zweiten Komponente, die hier drin lebt, steht eben f von x, y. Ja, in diesem Definitionsbereich liegt insbesondere der Punkt x Stern y Stern, der uns interessiert. Und der erste Schritt in dem Beweis ist zu zeigen, dass phi ein lokaler Diffeomorphismus um x Stern y Stern ist. Das heißt, wir finden eine offene Menge U tilde. Die male ich hier auch mal ein. Und zwar in Orange. Eine offene Menge um den Punkt x Stern y Stern. Sodass, und eine offene Menge v Tilde im Bildraum, sodass die Restriktion von groß phi auf u Tilde ein Diffeomorphismus ist. Und um das nachzuweisen, werden wir den Satz über den lokalen Diffeomorphismus verwenden. Und weil phi schon stetig differenzierbar ist, ist das Einzige, was wir jetzt noch überprüfen müssen, dass die Jacobi-Matrix von groß Phi in dem Punkt x Stern y Stern invertierbar ist. Das möchten wir also nachweisen und dann folgt aus dem Satz
über den lokalen Diffeomorphismus, dass eben Phi ein lokaler Diffeomorphismus um X Stern, Y Stern ist. Okay, dazu schauen wir uns die Jacobi-Matrix mal an. Die Jacobi-Matrix hat diese Gestalt. Man kann die Matrix, die N plus M Kreuz N plus M Matrix, aufteilen in vier Blöcke. Der obere linke Block ist ein N Kreuz M Block und da steht einfach die Einheitsmatrix. Denn wenn wir mal die Abbildung hier anschauen, dann sind die ersten N Komponenten gerade die Komponenten X1 bis Xn. Und wenn wir die ersten Spalten der Jacobi-Matrix uns ausrechnen möchten, dann müssen wir einfach hier nach x1 bis xn partiell differenzieren. Und das heißt, wenn wir jetzt hier x nach xi differenzieren, kriegen wir eben hier die Einheitsmatrix. Andererseits, wenn wir die letzten m-Komponenten von phi nach x differenzieren, dann erhalten wir hier die partielle Jacobi-Matrix von f nach x. Also die Matrix A hier ist durch diese partielle Jacobi-Matrix gegeben. Und das ist eine m-Kreuz-n-Matrix. Da kommen also m-Zeilen vor und n-Spalten. Dann die obere rechte Ecke ist einfach 0, denn die ersten n-Komponenten von phi hängen nicht von y ab. Und entsprechend ist dann hier die linke untere M-Kreuz, die rechte untere M-Kreuz-M-Matrix die partielle Jacobi-Matrix von F nach Y abgeleitet. Dieses Objekt hier. Ja, und wir müssen jetzt nachweisen, dass diese Matrix hier insgesamt invertierbar ist. Und was wir hier benutzen, ist, dass diese Matrix B invertierbar ist. Und das gilt nämlich nach Voraussetzung. Das ist diese Voraussetzung hier. Hier steht, B ist invertierbar. Und weil das so ist, können wir uns diese Matrix hier konstruieren. Das ist wieder eine N plus M Kreuz N plus M Matrix. Und man stellt dann fest, dass dass diese Matrix genau das Inverse ist von der Jacobi-Matrix von Phi. Und das sieht man, indem man es einfach ausrechnet. Man multipliziert von rechts oder von links diese Matrix an die Jacobi-Matrix von Phi und stellt fest, dass dann die Einheitsmatrix eben rauskommt. Und damit haben wir die Voraussetzung für den Satz über den lokalen Diffeomorphismus nachgeprüft und wir sehen, dass unser Phi eben ein lokaler Diffeomorphismus um X Stern Y Stern ist. Ja, im nächsten Schritt, Schritt 2, schauen wir uns die Umkehrbildung zu Phi an. Und eine Beobachtung, die man machen kann, ist, dass diese Umkehrbildung dieselbe Bauart hat wie Phi. Das heißt, ein Paar Xi Eta, wobei Xi aus dem Rn kommt und Eta aus dem Rm, wird abgebildet auf das Paar Xi G Xi Eta. Und hier ist dieses G eine Abbildung, die auf V Tilde definiert ist und in den Rm abbildet und stetig differenzierbar ist. Das sind einfach die letzten M-Komponenten von Psi. Und wir wissen ja bereits, dass die Umkehrbildung Psi stetig differenzierbar ist. Und jetzt machen wir eine Beobachtung. Und zwar wollen wir uns auf alle Punkte in dieser Menge U Tilde einschränken. Das ist die orange schraffierte Menge. Und wir wollen charakterisieren, wann diese Punkte auf der blauen Kurve hier liegen. Das heißt, wann diese Punkte eine Lösung der Gleichung F gleich 0 sind. Und die Beobachtung ist folgende. Es gilt, dass dieses hier äquivalent dazu ist, dass Phi xy gleich x,0 ist. Und das ist äquivalent dazu, dass y gleich g x,0 ist. Wir wollen uns die einzelnen Äquivalenzen kurz klar machen. Bei der ersten Äquivalenz benutzt man eigentlich nur das Tatsache, dass Phi eben definiert ist als x, f xy. Und dann ist klar, warum diese Äquivalenz gilt. Und wenn wir jetzt hier auf diese Äquivalenz, auf diese Identität, wenn wir auf diese Identität Psi anwenden, dann wird die rechte Seite zu xy, die linke Seite wird zu xy und die rechte Seite wird eben Phi x,0, beziehungsweise, Entschuldigung, Psi x,0 und Psi ist eben, hat eben diese Bauart, das heißt, da kommt der Vektor raus
mit den ersten n Komponenten x und dann steht hier g x, 0. Ja, und wenn man das dann so vergleicht, folgt daraus eben, dass diese Identität gelten muss. Und das ist eine Äquivalenz, weil immer x gleich x gilt. Ne? Okay, also wir haben dieses hier nachgewiesen. Und was hier also jetzt passiert ist, ist, diese Gleichung haben wir in U tilde nach y aufgelöst. Und das ist ja genau das, was wir wollten. Wir könnten jetzt uns die gesuchte Funktion phi definieren als g x, 0. Also was wir jetzt noch machen müssen, ist Folgendes. Wir müssen jetzt noch zeigen, dass wir phi tatsächlich in einer offenen Umgebung von x Stern so definieren können. Und das ist auch schon der nächste Punkt. Dazu stellen wir zunächst mal fest, dass der Punkt x Stern, y Stern, dieser Punkt, der liegt in U tilde drin, denn U tilde war ja eine offene Umgebung dieses Punktes. Und da x Stern, y Stern ja eine Lösung ist dieser Gleichung, wissen wir bereits, dass g x Stern, 0 gleich y Stern ist. Wir wissen weiter, dass g stetig ist und das bedeutet, wenn wir x Stern hier leicht stören, also wenn wir uns eine kleine offene Umgebung von x Stern ansehen, dann wird auch der Funktionswert von g an der Stelle x, 0 nicht sehr stark von y Stern abweichen. Das ist die Stetigkeit von g. Und das erlaubt es nun, Folgendes zu machen. Das erlaubt nun, eben eine offene Umgebung U' von x Stern zu finden, sodass die Funktionswerte an den Stellen x0 für x in U' eben in einer offenen Umgebung von y Stern drin liegen. Und diese offene Umgebung ist hier mit U2' bezeichnet. Und wenn wir nur U' klein genug wählen, dann können wir auch garantieren, dass dann U2' in einer kleinen Umgebung von y Stern nur liegt. Und das erlaubt einem dann, die beiden Mengen so zu wählen, sodass das Produkt U' Kreuz U2' in der Menge U tilde enthalten ist. So, in dem Bild da oben haben wir jetzt gerade Folgendes gemacht. Wir haben tatsächlich diese Menge U' gewählt und diese Menge U2' gewählt, sodass eben dieses Produkt U' Kreuz U2' und das ist dieses Quadrat hier in dieser Menge U tilde drin wird. Also in diesem Moment haben wir uns diese pinke Menge konstruiert. Okay. Und auf U' können wir jetzt phi definieren, so wie wir es uns schon ausgedacht haben. Wir können phi x gleich gx, 0 setzen. Wir erreichen dann durch die Konstruktion dann nur Werte in U2'. Und wir sehen dann, dass da der Graph dann in U tilde enthalten ist, dass dann tatsächlich diese Äquivalenz hier gilt. Und wir die Gleichung lokal eben um x Stern, y Stern nach y aufgelöst haben mit Lösungsfunktion phi x. Und dieses phi x ist wieder eine stetig differenzierbare Funktion, weil ja g stetig differenzierbar ist. Ja, und damit haben wir diese beiden Punkte bewiesen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist diese Identität für die Jacobi-Matrix von phi zu berechnen. Aber das ist sehr einfach zu sehen. Das folgt aus zwei Punkten. Der erste Punkt ist, dass wir diese Identität haben, dass fx, phi x gleich 0 ist für alle x aus U'. Das ist eine Konsequenz dieses Punktes b hier. So, und um das zweite Argument klar zu machen, möchten wir hier diesem Ausdruck einen Namen geben. Ich nenne diesen Ausdruck jetzt mal h von x. Das ist also eine Funktion, die in x aus U' auf diese Komposition abbildet und da kommt immer 0 raus. Das heißt, das ist eigentlich die konstante Abbildung, die den Wert 0 ergibt. Und die Jacobi-Matrix dieser Abbildung
in dem beliebigen Punkt x ist eben 0, ne? Weil die Funktion eben konstant ist. Auf der anderen Seite ist das ja aber auch eine Komposition zweier stetig differenzierbarer Funktionen. Und aus der Kettenregel folgt eben nun, dass die Ableitung hier sich wie folgt berechnet. Das ist einmal die partielle Jacobi-Matrix von f nach x am Punkt x phi x plus die partielle Jacobi-Matrix von f nach y am Punkt x phi x. Und da müssen wir jetzt nachdifferenzieren. Wenn wir in diese zweite Komponente differenzieren, müssen wir noch das phi nachdifferenzieren. Und da kommt eben die Jacobi-Matrix von phi an der Stelle x raus. So, und jetzt haben wir hier dieses Gleichungssystem. Das ist eine Gleichung, wo auf beiden Seiten Matrizen stehen. Und zwar m kreuz n Matrizen. Und wir können diese jetzt nach der Jacobi-Matrix von phi auflösen. Und das machen wir mal hier oben. Dazu bringen wir erst diesen Term auf die, kopieren wir mal das hier nach oben. Dazu bringen wir diesen Term auf die linke Seite. Dann steht hier also ein Minus und hier steht ein Gleich. Und jetzt können wir beide Seiten von links mit dem Inversen dieser Matrix hier multiplizieren. Und das ist möglich, weil nach Voraussetzung diese Matrix invertierbar ist. Und wenn wir das tun, dann kommen wir hier dieser Identität an. Und damit ist der Satz über implizite Funktionen bewiesen.